Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Nordfriesland auf der Nordfriesischen Marsch. Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Freitagnachmittag zu einer weiteren Ausgabe hier in der Milliarden-Challenge. So, der fällt dann letztes Mal zu Feld 57. Dann können wir auch das abschließen. Und dann gucken wir jetzt mal, wo wir den besten Preis hier für unsere Mischration bekommen. Am Hafen, da können wir sie verkaufen. Okay. Dann würde ich doch sagen, dass wir den mal hier so Beladepunkt haben wir hier. So, verkaufen soll er am Hafen. Da haben wir es. Und Mischration. Da haben wir es auch. So, und go. So, dann kann er ja schon mal losfahren. So, dann das nächste. Die nächste Frage ist ja der Komposter. Den haben wir ja in der letzten Folge gekauft. So, jetzt haben wir hier Gras, da haben wir Stroh. Was brauchen wir jetzt alles dafür? Ach, Wartung ist schon drin. Sehr schön. Hier gehen 600.000 Liter rein. Das ist ja auch ein Witz. Wir brauchen 25.000 Liter Treibstoff. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal zukaufen. Oh, super. Dann können wir auch 5.400 kaufen. Dann geben wir mal hier Gas. Dann kann er hier schon mal anfangen. 2.000 Liter Stroh pro Zyklus. Naja, das ist jetzt auch nicht gerade die Welt, aber... Ja. So, dann, aha, der ist ja auch fertig, sehr schön. Ab mit dir vom Feld, weil hier muss man auch noch das Stroh einsammeln. Eieieiei. Das ist jetzt hier die Brücke. Uhu, muss da irgendwo eine Brücke sein. Ah, da vorne. Oder? Ja, genau. Hier. Da ist die Brücke. So. Dann fahren wir den eben hier zum Fahrzeughändler. Zum Fahrzeughändler unseres Vertrauens. Ich weiß, weil ihr vergessen habt, zwischen den zwei Folgen mir nämlich mal ein Trinken zu holen. Naja, okay. Muss ich jetzt die Stunde noch ohne auskommen. Denn es ist ja wieder Freitag und dann geht die Folge auch wieder eine Stunde. Also von daher, ja, ein bisschen mehr von mir. Wir schaffen auch in dieser Zeit dann etwas mehr. So, wir könnten gerade mal hier den Kurs hier löschen. Brauchen wir ja nicht mehr. Wir mal die Ressourcen hier freigeben. Frage wäre halt, ob wir nicht doch noch hier diese zwei Felder auf der anderen Seite hier noch kaufen. Na super, das hätte ja wieder klasse hier funktioniert, Andy. Komm hier vorbei? Ja, gut. Oh. Naja, egal. Verschwinden wir so gleich, wenn wir die Missionen ja alle abgeben. So. Dann, wo müssen wir hin? Reifeisen. Okay, das machen wir eben selber. Ach, wir sind schon im Minus. Oh, Freunde, wir sind schon im Minus. Uiuiuiuiuiui. Jetzt geht aber los hier. Ohohoho. Oh, langsam mal gucken, ob wir wieder ins Plus kommen. Das wollen wir ja gar nicht. Das ist gar nicht so unsere... Oder nicht so meine Vorstellung. Kann man jetzt hier noch im Minus rumhängen in der Milliarden-Challenge. Ich habe auch schon 250.000 Schulden haben. Jetzt haben wir noch einen miserablen Kontostand. Ja gut. Dürfte sich auch gleich ändern, sobald er da am Hafen angekommen ist. Dürfte man wieder ein bisschen Geld verdienen.
Und sobald wir den hier auch verkauft haben, dürfte sich auch was ändern. Was ist denn hier passiert? Okay. Das Land hier gehört uns ja auch noch nicht. Ja. Ja, mal gucken, was die KI da dann auf anpflanzt. Werden wir da gleich sehen. So. So, der Raiffeisenmarkt war irgendwo da hinten, wenn ich den noch richtig im Kopf habe. Also an den Standorten der Verkaufsstellen hat sich ja Gott sei Dank nichts geändert. Der hat auch kein Frontgewicht, ne? Also verstehe ich sowas nicht. Liebes Giants Team, ich habe eine große Bitte. Wenn ihr Missionen mit Traktoren zur Verfügung stellt, dann stellt da auch bitte ein Frontgewicht zur Verfügung. Oh, Einnahmen Ernte, 31.000. Da ist er schon mal mehr nett. Haben wir ja schon mal ein bisschen was verdient. So, fahren wir mal hier rein. Wo müssen wir jetzt hier verkaufen? Hier können wir einkaufen. Okay. Ah, hier. Hier können wir dann hinbringen. Müsste doch hier richtig sein, oder? Jo. Aha, da ist auch abgeschlossen. Da ist jetzt auch noch ein bisschen Geld dazugekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Das heißt, wir können schon mal wieder 30.000 Schulden abbauen. So, dann lassen wir den aber jetzt hier stehen, weil ne, sonst steht er nämlich uns nur im Weg rum. Das heißt, wir gehen wieder hier rein. Dann gehen wir hier rein. Und würde ich sagen, zahlen wir erstmal 30.000 zurück. So. Haben die schon mal zurückgezahlt. War wichtig. So, jetzt wollen wir hier mal eben schnell. So, Moment. Gehen wir eben schnell zu. Ich muss erstmal hier entlassen. Ah, passende Musik dazu. Jetzt muss ich dir ratzfatz hier gehen. Ich weiß ja gar nicht, wann hier die Nacht vorspult. Das ist auch nochmal so gerade ein Thema, dass ich mich gerade mal kümmern müsste. So, Tag 6 Uhr beginnt. Startminute, Tagesskalierung mal 1, Autotagsskalierung an, so, Startnachtmodus 22 Uhr, ja, würde ich sagen, ist okay, so, dann machen wir hier mal 300, wenn das noch geht, weiß ich gar nicht, hatten wir mal 300, Autonachtzeitskalierung an, Tastenanzeigen, ja, so, Einstellung übernehmen und Menü verlassen, sehr schön, so, wir steigen wieder ein. Wir müssen noch das Ding runterlassen, damit wir hier auch sammeln können. So, jetzt weiß ich nicht, auf welcher Seite wir hier aufgehört haben, aber ich glaube da hinten, oder? Ja, ich glaube schon. Wir heben das mal eben an, damit wir hier ein bisschen schneller über das Feld kommen. Ah, glaube ich, war jetzt doch falsch die Seite, aber ist egal. Komm. Was ist denn los jetzt? Hallo? So, jetzt aber. Ja, also, wie wir festgestellt haben in der letzten Folge, den Komposter müssen wir rückwärts anfahren. Also, da können wir nicht mal eben vorbeifahren. Da muss ich das auch nochmal nachher so nach der Folge mal eben schnell den Autodrive-Kurs dafür erstellen. Und das auch noch ein bisschen automatisieren können. Aber, naja, nicht schlimm. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo man denn lädt.
Wäre auch gerne geguckt. Naja, egal. So, 34.000, okay. Das heißt, wenn es 22 Uhr weitergeht, haben wir noch 3,5 Stunden, wo wir vielleicht doch noch eine Mission annehmen könnten. Wäre vielleicht ganz interessant, wenn wir den Hafer noch nehmen. So, hier sind wir fertig. Fertig. Ready to go to another field. To field 7. So. Eben einstellen hier. Er fährt zu Feld 7. Sehr schön. Der ist wieder auf dem Weg. Das nächste zu verkaufen. Wunderbar. Und wir können diesen Auftrag hier abschließen. Weil da haben wir jetzt alles runter. Verkauft haben wir auch alles. So, dann gehen wir mal hier drauf. So, das war dies. Und abschließen. So, das waren nochmal 13.000. Das heißt, wir können nochmal 15.000 zurückzahlen an Schulden. Sehr schön. So, wird doch langsam wieder ein Tüchchen da draus. So. Fährt auch hier mal ein bisschen zügig um die Kurven mal feststellen. Abstand Rohr. Ach hier, Kurvengeschwindigkeit. Okay. So, Feldaussaat. Hinterm Start nichts gelegen. So, als Standard. Und ja, tschüss. Ah, hier habe ich das schon geändert. Sehr schön. So, dass der noch hier ist, ist ja klar. Alles andere ist hier weg. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt können wir langsam wieder Platz hier auf der Karte. So, das heißt, wir können jetzt nochmal gucken. Oder wir fliegen Feld 53, aber das können wir nicht, weil wir im Moment nicht den dementsprechenden Düngen wäre nach Feld 51. Wir können mal gucken, neue Verträge, aber hier ist Feld 59 Düngen. Was haben wir denn Feld 59? Ah, war ich denn hier? Feld 59. Sorry, dass ich immer noch wieder gucken muss. Im Moment weiß ich doch noch nicht so. Feld 59 hier. Quadratisch praktisch gut. Der große hier. Ja, na klar, noch eine Mission. Die wir annehmen könnten. So, nochmal 30.000 zurückzahlen. Sehr schön.
Dann sind wir bei 175.000, ne? Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Aber der Kontostand sieht nicht so toll aus, aber egal. Dafür haben wir jetzt schon zwei Hallen. Wir haben einen Komposter, der am Start ist. Wir haben einen Traktor. Wir haben ja eine Ballenpresse. Wir haben ein Mähwerk. Wir haben auch mittlerweile einen eigenen Anhänger. Ja. Also von daher, so allmählich wird das, würde ich mal sagen. Unser Inventar wächst, geht voran, wir generieren die ersten Einnahmen im ersten Monat schon, also von daher aus eigenen Produkten. Ich würde mal sagen, so schlecht läuft es gar nicht. Wie viel hat er noch in der Produktion? Hat er jetzt alles rausgeholt hier? Ja, eine Ladung wäre noch, glaube ich. Genau, müssen wir mal gerade auf unsere eigenen Felder mal einen Blick werfen. Wie sehen die überhaupt Precision Farming technisch aus? Ach, da haben wir noch ja keine Bodenproben, das ist das nächste. Keine Bodenproben heißt auch kein. Ja, super. Das heißt, wir müssen die mal düngen und dabei die Sensoren einschalten. Dann kann ich euch ja sagen, wie es aussieht, weil haben wir ja den Traktor für vorbereitet, den kleinen.
jetzt mal so sagen, oder? Ja, doch. Das ist schon richtig, was ich sagen. So, wo ist der Kollege hin? Wo ist er denn? Hey, hallo? Da muss ich wieder aufgehen, damit ich ihn sehe. Das ist der 945. Der steht hier. Wo steht der da? Achso, dann muss ich wieder hier drauf gehen. Nee, das ist der falsche. Okay. Das ist jetzt unser anderer Kollege hier. Achso, okay. Ah, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, aber im Endeffekt bringt uns diese ganze Lösung jetzt auch nicht viel, weil im Endeffekt der Kompost ist auch rubbididub voll. Also gehen maximal 2 Ladungen rein. Ach, hier können wir schon mal laden, das ist schon mal sehr schön. Das ist auch schon mal schön. Liter Kompost haben wir schon. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Tja, Problem bleibt nach wie vor. Was mit dem restlichen Stroh? Was machen wir damit?
So, 20.000 können wir nochmal abbauen. Sehr schön. Ah, hier. So, 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Ja, eine Ladung geht auf jeden Fall noch hier rein. Das ist schon mal klar. Okay. Dann müssen wir mal weiter gucken. Ich denke mal, auch hier ist ordentlich Stroh drauf. Da ist er, okay. Kostet 104.000. 236.000. Okay. Ja, ganz schön teuer. Ich will, naja. Na, wir haben schon wieder Minus. Ja, ist denn die Possibility? Naja. Da kommt der Kollege, sehr schön. Tja, jetzt ist guter Rat teuer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie viel haben wir jetzt eigentlich eingenommen? Mal gerade gucken. Verkaufte Ballen, nein. Einnahmen Ernte, das sind gerade mal 109.000 gewesen. Haben wir mehr über Lohndienstleistung verdient. Hätte aber nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Okay. Bei 75.000 haben wir damit jetzt nicht erzielt. Das ist eigentlich das, womit ich gerechnet hatte.
Jetzt mal gespannt. Normalerweise müssten wir jetzt zur vollen Stunde noch ein paar Einnahmen generieren. Wegen den Solardächern. Bin mal gespannt, wie viel das ist. Ob das uns das wieder ein bisschen ins Plus bringt. Auf jeden Fall mal den Kollegen hier entlassen. Weil, ne, sonst kostet er uns so nur Geld. Aber wir klein die. Er tippt ein. Ah. Ein Stahlträger, du musst wieder hin. Da. So, Pflanzensensor anschalten, ne? Richtig? So, Alt B. Was? Pflanzensensor benötigen Tageslicht? Ja, was haben wir denn jetzt? Nacht oder was? Das kann doch nicht wahr sein, ja. Egal, Hauptsache wir düngen das jetzt Ganze erstmal, damit ein bisschen Dünger drauf ist. Wenn wir hier jetzt ein bisschen was rauskriegen. Mach dein Hirn. Wir brauchen Tageslicht. Seit wann ist das denn? Ja, jetzt sagen wir, da ist keine Pflanze drauf. Dann wird das ja noch, ne? Ich kann ja irgendwo nachvollziehen, aber mit dem Tageslicht verstehe ich jetzt gar nicht. Aber naja, es ist ein kleiner Streifen da, aber... Können wir erstmal mal leben hier. So.
Erstmal das hier. Ja, kein Geld hinzugekommen. Ganz, ganz witzig, warum das denn nicht? Ah, egal. Ding mit der kleine andere fällt mit, aber ist egal. Das ist mir jetzt egal. Vor allem können wir das morgen sowieso noch ernten. Wir müssen aber noch einen ganzen Monat stehen lassen, damit wir auch bestmögliche Erträge darunter holen. So, das andere Problem jetzt wieder. Auch wenn wir jetzt düngen, das ist die letzte Chance ist zu düngen. Ist aber klar. Das ein bisschen schmäler hier einstellen. Alles gut. Sagt er immer noch, alles hier. So, dann haben wir das ja auch schon mal erledigt. Ich kann nichts mehr kaufen. Ganz schlecht. Ja. Wird uns wohl jetzt nichts anderes übrig bleiben, als nochmal hier die Tasche hier zu greifen. So. Weil sonst können wir hier nämlich nichts mehr machen. Eins ist auch klar, am Ende des Tages müssen wir das hier noch auftanken, also den Traktor hier noch tanken. Da werden wir sich hier auch noch ein paar Euros verschlingen. Ich weiß jetzt gar nicht, diese von Vermeer, diese selbstfahrende Presse würde ich auch gerne mal testen wollen.
Weiß aber gar nicht, ob da Rundballen rauskommen, Quaderballen, ich habe keine Ahnung. Weil, ne, sollten da jetzt Quaderballen rauskommen, dann hätten wir wieder kein Gerät, um das Ganze aufzulesen. Ah, alles irgendwie Käse. Hätten auch einen anderen Anhänger kaufen sollen, den wir variabel einsetzen können. Naja, egal. So viel ist es jetzt auch nicht mehr in Stroh. Ich glaube, wir werden am Sonntag noch eine Düngemission annehmen. Da haben wir noch eine. Da ist noch eine. Wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Einer war noch da. Da sind sogar zwei da, aber hier, die wird sich am meisten lohnen. Da klar, jetzt kein kleines Feld, aber das ist egal. In der Zeit könnten wir auch das pflügen. Hm. Ah. Wieder voll. Alter, ernsthaft. Ja, 719 Liter, ey, ist ja wohl ein Witz. Aus 508. Ja gut, das machen wir hier. So, jetzt müssen wir wirklich mal überlegen, was wir jetzt machen. Also, ne? Gut, da passen jetzt noch 70.000 Liter rein. Die werden wir relativ schnell jetzt haben.
Und das geht ja hier nicht gerade sehr schnell voran. Gut, über Nacht wird er ja in der Kleinstadt ein oder andere verarbeiten. Wenn wir jetzt schon in den Nachtmodus wechseln würden, aber naja, ist auch nicht gerade so toll. Mal gerade was gucken. Einnahmengebäude, steht hier schon was? Einnahmengebäude, null. Bin ja mal gespannt, ob er das überhaupt nimmt. Weil ich das im Nachhinein geändert habe. Kann sein, dass er das gar nicht nimmt, die Einnahmen. Wir würden uns ja die ganzen Einnahmen von dem, ja, von der Halle auch noch fehlen. Die wir noch stehen haben. Aber mal gucken. Oder wir machen den jetzt hier noch einmal voll und stellen den dann beim Komposter hin. Das können wir klar machen. Und wenn die Nacht vorbei ist, hoffen wir, dass wir den größten Teil davon abkippen können. So viel wenn, aber eine andere Möglichkeit fällt mir jetzt nicht ein, außer noch weitere Schulden aufzunehmen. Da habe ich eigentlich keine Lust zu. Da kriegen wir jetzt gleich noch ein bisschen wieder rein, wenn wir hier die Mission dann abschließen. Aber so viel dürfte das jetzt auch nicht mehr sein. Gucken wir mal eben schnell, aber ich meine, das wäre jetzt nicht mehr so viel. Ist jetzt, ja, es sind 17.000, also davon, ja. Kann man nicht mal die neu aufgenommenen Schulden hier decken. Wenn wir jetzt ja halbwegs wieder im Positiven sind. Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall gleich noch diese Mission machen. Diese Düngermission. Da gucken, damit die selber fahren. Weil alles andere kann man so im Moment ja, rein technisch gar nicht leisten. Da würde ich sagen, also alles, was wir jetzt hier nicht mehr in diesen Anhänger ja hineinbekommen. Ja, wir gucken gleich mal. Sind wir jetzt bei 70.000, also. Ah, mal gucken, was haben wir da noch? 1, 2, 3, 4 Reihen. Sehe ich das richtig? 4 Reihen plus den Rest von hier. Ja, vielleicht geht doch alles hier rein. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Kann man den Anhänger halt so stehen lassen, aber ne, nur dran fahren müssen, abladen und Feierabend, dann kann man wieder wegfahren. Dann hätten wir auch jeder Stroh gesichert. Aber natürlich keine Lust habe, es jetzt hier an den Mods vom Fett hier rumzuschrauben. Klar könnte ich das. Überhaupt gar kein Thema. Um die Kapazitäten dort zu erhöhen. Aber ne, mit dem nächsten Update muss ich das dann wieder tun. Und ne, wenn ich das dann vergesse, ja, dann sind die ganzen Sachen weg. Und da habe ich auch keine Lust zu.
Ich will es einfach oder für mich so einfach wie möglich jetzt halten. Ich habe auch meine eigenen Produktionen, die ich gerne wieder in Betrieb nehmen möchte. Und dafür ich auch noch Zeit brauche, dass die mal wieder alle so laufen, wie ich das gerne oder wie ich mir halt vorstellen würde. Und von daher, ja. Gerade auch noch so durch den Kopf geht, ist, dass wir, na klar, den Komposter erstmal verkaufen können und den auch erst nochmal zu Geld machen, bevor wir dann hingehen und den Kompost für die Gewächshäuser nutzen. Weil im Moment sehe ich auch kein Platz dafür, wo ich die hinstellen sollte. Wenn wir jetzt hier am Ende angekommen sind, dann fangen wir erstmal nochmal abladen, damit wir noch ein bisschen Platz hier dann kriegen. Um dann wirklich das Ding hier voll zu machen. Und den Rest dann gleich noch vielleicht aufladen zu können. Aber sehen wir jetzt, sind wir schon bei 210.000 wieder gleich. Ja, 209, okay. Jetzt haben wir die 210.000 mit dem kleinen Hohl, den wir da gerade eingenommen haben, noch eingesammelt haben. Ich habe Hoffnung. Ich habe doch Hoffnung. Berechtigte Hoffnung. Dass es vielleicht doch noch funktioniert, dass wir alles da reinkriegen. Schießt du jetzt hier rum, ey? Muss ich das auch nicht verstehen, aber egal. So, zwei Reihen sehe ich noch.
Die sollten wir jetzt auch hier reinbekommen. Ja, also wenn wir jetzt die Düngemission noch annehmen. Und ich glaube, wir werden doch noch die Flugmission annehmen. Damit wir noch ein bisschen Geld verdienen. Ich hoffe, dass schon das Geld, was wir jetzt hier noch rauskriegen, dafür reicht, um dann den Fahrer zu bezahlen. Gucken wir mal eben schnell. Also einmal diese Düngermission hier. Und wo war das jetzt hier fliegen? Da waren nochmal 49.000. Feld 53. Da. Dann wäre das nochmal gut 99.000. Ja. Hier kriegen wir nur noch 14.000 raus, weil wir die Geräte geliehen haben. Aber hier, das passt. Das passt echt super. Wir haben das doch noch retten können. Sehr schön. Ja, und damit ist auch die heutige Folge wieder vorbei. Damit haben wir auch das noch aufgelöst in dieser Folge. Sehr schön. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Freitagabend. Morgen am Samstag einen guten Start ins Wochenende. Und das war es an dieser Stelle wieder von mir. Euer Andy und bye bye.